So, gesagt, getan. Also wenn man bedenkt, hallo, herzlich willkommen erstmal hier auf YouTube, ne, zum neuen Video. Wenn man bedenkt, dass wir erst seit 5, 6 Stunden in dem Spiel sind, dafür haben wir schon einiges an Gebieten freigeschaltet, ja. Also ich bin bisher hier ganz zufrieden von dem, was hier passiert. So, go to the apartment und jetzt haben wir keine neue Quest. Wir haben doch sonst immer Quests. Ha? Okay, da bin ich jetzt irritiert. Egal, wir sollten hier mal hin und deswegen sind wir jetzt mal hier hin. Wir wurden gewarnt, dass hier viele Marauder, viele Gegner sind, viele Leute, die uns wahrscheinlich nicht das Allerbeste wollen. Deswegen müssen wir aufpassen. Wir haben allerdings ganz gute Sachen dabei. Wir sind hier mit Werkzeugen komplett ausgerüstet. Wir können alle Türen öffnen. Uns steht hier wirklich nicht viel im Wege heute. Ich gehe erstmal außen rum und loote, was das Zeug hält. Und dann gucken wir mal, wie wir hier in die Innenräume kommen und was wir da so finden werden. Genau, Holz ist natürlich immer noch die allerwichtigste Ressource, weil man sie irgendwie lächerlich selten bekommt. Okay, hier ist der erste Kollege, dem wir natürlich gerne entfliehen wollen würden, aber wir hören nicht auf zu schleichen. Okay, jetzt haben wir aufgehört zu schleichen. Es ist eine so blöde Steuerung. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mal hier das Auto aus. Das automatische Schleichen. Jetzt habe ich es wieder angemacht. Okay, wir können das jederzeit. Alter, haut der rein. Und wir haben ja, wer weiß was für eine Rüstung an. Ah, es ist sehr komisch. Ja, wir sind natürlich jetzt sehr gefährlich. Wir können hier tatsächlich wieder sterben. Ich muss jetzt aufpassen. Also, er würde sich jetzt nicht automatisch ducken. Ich glaube, das mache ich aber wieder an. Und dann mache ich es aber aus, wenn wir mal fliehen müssen. Weil gerade wollte ich vor dem wegrennen und dann fängt er an, sich zu ducken wie ein Blödi. Oh, schniekes Auto hier mit den mit dem Metallvorsätzen. Die Frage ist, wenn man das Auto überhaupt craften kann. Das war so meine Frage oder meine Erkenntnis, dass man das vielleicht kann im letzten Video. Wenn man das überhaupt. Genau, da gehen wir jetzt machen wir den Automodus jetzt nämlich aus. Dann schleichen wir auch nicht mehr automatisch. Und dann können wir dem hier ganz leicht entfliehen. Okay, das ist schon wichtig, dass man das ein bisschen kontrolliert. Dann kann man nämlich vor dem problemlos wegrennen. Oh, da ist gleich noch jemand. Kollege Schnürschuh. So, wir schleichen uns jetzt mal hier ganz gewagt an. Und hauen ihn weg. Okay. Und bevor ich jetzt dieses Auto da loote, müssen wir den anderen auch weghauen. Weil wir wissen ja, wir sind verwundbar, wenn wir nicht auf die Karte gucken. Da sind wir schon gestorben wegen. Ich habe zwar mittlerweile auch gratis Defibrillatoren bekommen. Und vielleicht kann man auch Werbung gucken dafür, um so einen zu benutzen. Aber muss ja nicht sein. So, bist du wieder nach hier oben abgezogen oder bist du noch da unten gegangen, ist jetzt die Frage. Ich muss hier die Kamera drehen. Genau, wenn wir den von hinten angreifen, sind wir da ganz gut dabei. Hallo, du sollst auch angreifen. Ach, das ist schwierig. Kämpfen ist in diesem Spiel alles andere als spaßig. Das ist schon leider so. Okidoki. Aber wir haben es ja geschafft und überlebt. Take everything. So, jetzt können wir das Auto looten. Das wollte ich schon vorhin machen. Gut, machen wir das mal. Da liegt auch noch Scrap Metal auf dem Boden, sehe ich gerade. Haben wir auch noch hier auch übersehen bisher. So, was ist denn hier drin? Oh, eine so eine Waffe, die wir nicht brauchen. Ich lasse die jetzt da. Wobei man muss ja alles mitnehmen, um das Gebiet resetten zu können. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Das ist, ja. Weg damit. Will keiner haben. Ich habe eine Waffe, die alles one-hittet. Wozu sollte ich dann eine andere Waffe benutzen, hä? Die schlechter ist halt. Wozu? Okay, wir schauen uns um. Wir wollen hier noch nirgendwo rein. Erst einmal. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass der sich gleich bewegt. Wir müssen jetzt schnell sein. Take everything. Oh, Iron Ore ohne Ende. Sehr schön. Der steht da echt ungünstig, ne? Wir müssen das, glaube ich, so machen. Guckst du? Kommst du her? Kommst du? Kommst du? Ja, komm her. Komm her, folge mir unauffällig. Du machst das zu auffällig, mein Freund.
So, und entweder der resettet jetzt und geht zurück zu seinem ursprünglichen Ort, wo der sonst chillt, oder er geht einen ganz anderen Weg. Soll mir recht sein. Oh, ich wusste nicht, dass der mich... ich muss anscheinend schleichen, damit er mich nicht hört. Okay, gut, gut, ich gehe ja schon. Ich habe nämlich keinen Bock, von dem einen auf die Nase zu bekommen. Gar nicht. Oh, sieht er mich gerade schon wieder, oder was? Okay, der kann auch einfach durch Gelände durchgehen. Das ist in Ordnung. Und jetzt ist es wieder dieses ewige Hin- und Her hinterhergelaufen, ne? Wenn der nicht stehen bleibt, dann kann ich den auch nicht hauen. Das Spiel ist so lost. Das Spiel ist so komplett verloren. Okay, jetzt geht er mal wieder weg. Das Ding ist halt, ich bin langsamer als er, wenn ich ihm hinterherlaufe im Schleichen. Ja, doch, gerade bin ich sogar einen Schritt schneller. Kann das sein? Nee, kommt mir nur so vor. Hau ihn doch endlich. Das, jetzt bin ich entspannter. Aber ich habe einfach keine Lust, dass der mich hier weghaut, ne? Also, wenn der hier den Weg blockiert. Vielleicht hätte man da auch von hinten hinkommen können. Weiß ich ja nicht. Ich kenne ja die Map nicht. Aber das war jetzt ja ein ewiges Hin und Her. So, Hammer. Haben wir sogar überlebt. Da war ich mir zwischendurch nicht mehr sicher. Oh, oh, bitte, bitte. Ich will dich nur drehen. Ich will nur den Bildschirm. Danke. Diese Häuser sind schon hoch. Okay, hier hätten wir wahrscheinlich auch von hier... Okay, wir hätten es uns deutlich leichter machen können. Aber was soll's, ne? Hier ist nochmal so ein Zelt. Kann man das hier auch looten? Anscheinend nicht. Okay. Dafür ist hier ein bisschen Holz und Gras oder so. Oh, lässt sich wohl nicht ändern, ich glaube. Ich meine, wir haben halt keine Quest mehr. Das heißt, wir sind jetzt hier auf uns selbst angewiesen. Ohne Quest. Und wenn ich jetzt hier vorhabe, irgendwo hinzugehen, dann machen wir das halt. Hier liegen so Leichensäcke. Super. Und hier sind wirklich viele Gegner schon gewesen jetzt bisher. Also hier ist wirklich was los. Also... Einer hat uns ja auch mal ordentlich erwischt und einen mitgegeben. Aber die anderen kriegen wir hier ganz gut geklärt. Trotzdem müssen wir da gut aufpassen. Ah, das ist Toilettenhäuschen. Auch nicht schlecht. Die Frage ist, mussten wir diesen Zaun überhaupt durchstechen? Das ist gerade tatsächlich, wo ich mich frage, oh Mann, habe ich jetzt das nicht verschwendet? Weil hier die Straße haben wir doch schon besuchen können. Ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber es ist, wie es ist. Dann habe ich das jetzt halt mal benutzt. Ist auch nicht schlimm. Ja, okay, hier hätten wir auch anders hinkommen können. Aber passt. Gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon überall draußen waren. Ich werde das Gebiet eh noch 2-3 Mal ablaufen. Ich denke, wir können hiermit gut das ganze Video füllen. Ich werde jetzt noch bestimmt einiges zu tun haben. Wir brechen jetzt hier ein. Mit der Crowbar tatsächlich in dem Fall. Knock, knock, who's there? Da brauchen wir die Schaufel. Hier müssen wir nur eine Tür eintreten. Ich entscheide mich mal erstmal für die Tür, die wir eintreten können. Immer mit der Angst, dass wir gleich auf den nächsten, genau, auf die nächsten Kollegen hier treffen. Wichtig ist, von hinten anschleichen und dann erst angreifen, wenn wir ihn von der Seite angreifen, aus irgendeinem Grund, ob wir können uns noch so heldenhaft angeschlichen haben. Wir machen dann nicht den doppelten Schaden und können ihn nicht in einem Schlag erledigen. Was auch immer, vielleicht machen wir sogar dreifachen Schaden, wenn wir uns anschleichen, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Guti. Dann treten wir nochmal eine Tür ein. Auf die Ausdauer auch gucken, aber die ist noch hoch genug. Okay, das ist ganz praktisch. Den haben wir nämlich. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier die Etage schon mal erledigt. Oh, Benzin mal wieder gefunden. Auch nicht schlecht. Lange ist es her, dass wir Benzin gefunden haben. Also gar nicht so lang, aber irgendwie finden wir es immer seltener, je öfter wir in Gebiete reinlaufen. So, was hast du dabei? Lass mich raten. Ja, das hätte ich auch gesagt. Scrap Metal. Gut. Was finden wir hier noch Schönes? Dieses Lederhaut oder so. Haben wir hier noch eine Kommode? Haben wir die schon durchsucht? Irgendwas haben wir hier durchsucht in dem Raum, aber das nicht. Okay, sehr gut. Gut, dass wir nochmal vorbeigekommen sind. Oh, oh, und wie gut das war. Da war ja richtig gutes Zeug dabei. So, nochmal zur Sicherheit alles abchecken. Genau.
Haben wir alles jetzt, ne? Dann können wir in die zweite Etage gehen. Bevor wir da die Schaufel benutzen, gehen wir erstmal in die Etage. Wie haben wir das denn geschafft, uns an dem jetzt vorbeizuschleichen? Hä? Hä? um, bevor er sich umdreht. Sehr schön. Irgendwas sagt mir, dass das Spiel gerade einen schönen, schön soliden Bug hat. Aber einen richtig schönen Bug. Irgendwas sagt mir das. Wir sind gerade die Treppe hoch, sind aber keine Etage höher, sondern sind einfach dahinter gelandet oder so. Aha. Ich nehme das so, wie es ist. Die Frage ist nur, wenn man jetzt keine... Also wir gehen mal von der Idee aus, wir hätten keine Schaufel dabei, ja, und wären jetzt hier gelandet. Ich meine, das hat ja keiner kommen sehen, dass wir hier landen. Dann wären wir jetzt hier verloren für immer, oder? Oder sehe ich das falsch? Oder ist noch jemand? Okay, ich hatte so Schiss, dass er sich umdrehen kann, aber hat er nicht. Alles gut. Er stand da so mitten im Nichts irgendwie, ne? Oh, drei Benzindeich. Nice. Also die Apartments kann man, glaube ich, öfter machen. Hier ist ja schönes Zeugs. Eieiei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nice. So. Dann haben wir hier noch was. Vielleicht haben wir hier was zu essen. Das ist nämlich ein Ofen und es wäre gerade ganz günstig, mal was zu trinken zumindest. Oder wir haben hier einfach Fettfleisch. Das ist auch in Ordnung. Kann man auch mit leben, ne? Hier so ein Vorhang für so ein Badezimmer. Auch interessant. Und dann wieder eine Tür. Hä, waren wir hier jetzt schon? Kommen wir jetzt in einen Raum, in dem wir schon mal waren, wo wir nur vergessen haben, eine Tür aufzumachen? Ja. Nee. Ach, wir sind eine Etage höher gegangen. Wir sind wirklich eine Etage höher gegangen. Das sieht nur so merkwürdig aus, weil die Etage exakt gleich aussieht. Ist das verwirrend? Okay, also wir haben aber... Ich verstehe. Wir haben halt gerade nur einen absolut visuellen Bug, dass wir noch die untere Etage sehen. Das heißt, vielleicht können wir das resetten. Genau. Jetzt haben wir es resettet. Ja. Das war nur ein visueller Bug. Okay, alles gut. Das heißt, wir sind einfach normal die Treppe hoch, aber es sah nur unglaublich merkwürdig aus. Also wirklich merkwürdig sah das aus. Ja, das können wir schon nicht mehr nehmen, denn das Ding ist voll. Hä? Okay, ich frag. Ja, wir haben nichts gesehen. Wir lassen mal die Pflanzenfasern hier, brauche ich jetzt nicht. Gut. Knock, knock, who's there? Hier sind halt so viele Gegner. Wenn wir bedenken, das ist nur ein Haus, hier sind ja noch mehrere Häuser. Und es ist hier halt auch unglaublich eng, ne? Also wir können hier auch nicht viel machen. Oh, hier ist noch gleich der nächste Gegner. Keine Lust zu sterben, ich habe keinen Bock da drauf, deshalb renne ich vor dir weg, weil ich keinen Kampf brauche. Oh, bin ich glücklich. Oh, bin ich froh, dass der sich vor mir weggedreht hat gerade. Und mir nicht noch, er hätte mir ja nur noch einen Zentimeter weiter folgen müssen, dann hätte er mich. Dann wäre ich auch tot. Der hätte mich nur noch einmal schlagen müssen wahrscheinlich und ich hätte, es wäre aus mit mir gewesen. Also das ist ein unglaublich riesiges Haus. Hier kann man sich ja komplett drin verlieren, bis man hier mal alles gesehen und gelootet hat. Also, wow. Okay. Da ist auf jeden Fall nochmal Wiederkommenbedarf. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier aufs Dach kommen. Die eine Etage haben wir jetzt ja komplett ausgelassen, weil der eine Typ dahinter uns her war. Oder ist es der Typ, der jetzt gerade hier... Nee, das ist ein anderer. Ach, keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall... looten. Aha.
Ja, da waren wir visuell mal wieder eine Etage tiefer. Macht ja nichts. Ich kann damit leben. Das Wasser können wir gleich einfach benutzen. So ein Wassertank, klar, dass wir hier Wasser finden. Irgendwie, logisch. Ja, finde ich gut. Gut überlegt. Genau, da tauchen jetzt Bäume aus. Jetzt müssen wir hier wieder aufpassen, denn da war ja noch ein Typ. Öffnen wir erstmal die Tür hier. Boah, das ist aber ganz schön schwierig, ne? Da standen zwei ineinander, oder? Das war gerade so ein bisschen merkwürdig. Deswegen habe ich da einen umgehauen und plötzlich wollte der andere mich umhauen. Hahaha, sehr lustig. Aber irgendwie haben wir es geschafft. Irgendwie haben wir es überlebt. Uff, ey. Wir haben gleich wieder, also von diesem Scrap Metal bekommt man wirklich zu viel. Ich weiß nicht, wohin damit. Also, schwierig. Echt schwierig. Aber was soll's. Wir looten weiter fleißig alles, was da ist. Und wenn wir jetzt noch irgendwo Motorteile finden, dann wäre es zumindest... Oh, was bist du denn? Kupferdraht oder so? Was machen Pilze eigentlich mit uns, wenn wir sie essen? Hunger stillen die. Ach, was soll's. Nehmen wir es halt. Essen wir halt was. Ist es an der Zeit? Hallo? Ich muss nochmal in die Kiste. Wir sind nämlich ganz schön fertig und ich weiß nicht, ich will nicht riskieren, dass das Gebiet jetzt resettet, während wir weggehen. Also ich glaube es nicht, wir haben ja noch lange nicht alles gelootet, aber man weiß ja nie. Oh, und jetzt finden wir auch noch sowas. Und deswegen nehme ich jetzt erstmal nur das mit, was wirklich wertvoll ist, ja. Was ich möchte wirklich behalten, also was ich auch haben möchte im Falle eines Resets, steht da. Deswegen latschen wir jetzt hier nochmal runter. Komplett. Und dann kommen wir hier einfach nochmal hin. Ja, ganz merkwürdig, ne? Da ist auch noch irgendwo ein Gegner, der uns gerade gesehen hat. Okay, hier, ach genau. Hier konnten wir ja das... Das ist auch spannend, ne? Wir konnten dieses Dings umgehen, indem wir einfach alle Zimmer durchsuchen. Mega nice. Einfach mal die Crowbar ein bisschen aufgespart. Okay, wir haben... Uff, auf einmal taucht so ein riesiges Haus. Das Haus ist wirklich hoch. Das Haus ist wirklich hoch. Oh Mann. So, ab in die Base. 6 Energie. Gut, es ist resettet nicht. Das freut mich schon mal. Also, dass die Schwierigkeit bei 4 Totenköpfen ist, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Es ist zwar immer der gleiche Gegner, aber es ist viel davon. Man muss also ein bisschen taktischer das ganze Gebiet durchsuchen. Dafür ist das Gebiet aber auch halt 27.000 Mal größer. So, ne? Also, das eine trifft hier auf das andere ganz gut. Uff. Jetzt haben wir noch gar nicht so viel Zeit hinter uns gebracht. Ich dachte, ich werde jetzt schon ewig da in diesem Haus am machen. Dem ist aber gar nicht so. Genau, wir haben Benzin und so. Ihr wisst ja was. Ich schaue jetzt mal nach dem Auto. Und... Oh, man kann übrigens... Aha. Okay, ich glaube... Ich möchte mal etwas ausprobieren. Wartet mal ganz kurz. Und zwar, wenn jetzt hier diese Kiste voll ist, ne? Wenn ich jetzt sage, put everything, dann haben wir jetzt hier 20 Stoffe, aber wir haben hier 14 Stoffe. Also wenn ein Stack voll werden würde, aber dadurch der Stack, den wir im Inventar haben, nicht ganz aufgebraucht wird, dann können wir Items in uns ins Unendliche multiplizieren. Also, okay. Okay, theoretisch brauchen wir also 22 Holz, um uns unendlich Holz zu machen. Und wisst ihr was? Das würde ich auf jeden Fall auch machen. Also jetzt wieder put everything. Oh, geht nicht? Doch, auf einmal haben wir 60 Steine. Versteht ihr, was ich meine? Merkwürdig. Gut. Haben wir also eine neue Möglichkeit gefunden, in dem Spiel an Ressourcen zu kommen, die wir gar nicht haben sollen. Wunderbar.
Weil das ist mir gerade hier durch Zufall aufgefallen. Hier, das brauchen wir auch nicht. Ja. Brauchen wir nicht so viel von. Und dann können wir die Wires nämlich hier noch reintun, was das auch mal genau ist. Wir müssen jetzt also mal Holz sammeln und nicht direkt in Bretter und ähnliches verwursteln. Alles klar. Kriegen wir hin. Ich muss eigentlich schlafen. Sagt mir das Spiel. Machen wir auch bald. Vorher gönne ich mir nochmal hier, dass wir hier craften. So. Und das Fleisch kommt dann noch hier rein. Und dann legen wir uns ins Bett. Okay, also sobald wir ein Item 22 Mal haben, können wir es also beliebig multiplizieren. Vervierfachen. Ist das dumm? Naja, so ist das. Es ist sehr lustig. Es ist schon irgendwie lustig. Das heißt, wenn ich es jetzt einmal schaffe, ein bisschen Holz anzusammeln und es nicht gleich in irgendwelche Sachen investiere, das ist ja theoretisch möglich, dann bin ich in der Lage, unendlich Holz, sprich unendlich Kohle, unendlich Bretter zu haben. Ja, das ist in Ordnung. Dann ist das Spiel auch, dann kann das Spiel auch wieder weitergehen. Alles klar. Gut. Man lernt ja nie aus, ne? Man muss ja das hier so mal nutzen. Exit to the map. Ich bin immer noch irritiert, dass die Tankstelle nicht resettet. Das Gute ist, die Tankstelle hat nichts, was ich nicht auch in anderen Gebieten, glaube ich, bekommen kann. Und dementsprechend wäre das gar nicht mehr so schlimm, sofern die anderen Gebiete mit dem Reset ganz normal funktionieren. Das ist immer noch nicht möglich, alles klar. Kann natürlich sein, dass das Hospital tatsächlich nur als Dekoration auf diesem Gebiet ist. Oder wir einmal die Apartments clearen müssen. Da wir aber auch keine neue Quest bekommen haben, was Absicht sein mag oder ein Bug sein kann, das wissen wir nicht. Genau, können wir aber auch nicht ausschließen, woran das hier liegt. Keine Ahnung. Ich breche in das Haus jetzt mal von hinten ein. Da bin ich von vorne auch schon eingestiegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß, dass wir wieder ein bisschen mehr Leben haben. Ah, guck mal einer, schau. Ha. Ja gut, es lohnt sich ja nicht. Okay, aber das ist gut zu wissen. Wir müssen also mit der Schaufel da schon mal nicht den Weg freiräumen. Oh, bitte, bitte Haus, nicht im Weg. Wir können hier einfach von vorne rein. Da haben wir, glaube ich, also man kann sich entscheiden. Wir haben nämlich, glaube ich, vorne unser Brecheisen benutzen müssen. Man kann sich also entscheiden, möchte ich in das Haus mit meinem Brecheisen oder mit meiner Schaufel einsteigen. Aha, gut. Aber ich kann mir da das Schaufel benutzen schon mal sparen. Hier kann man sich das Brecheisen auf jeden Fall sparen. Das haben wir ja auch schon gecheckt. Ist hier vielleicht was in diesem Nachtschrank? Ey, mir sieht das so aus. Nee. Dachte, den kann man vielleicht looten. Haben wir hier schon geguckt? Bestimmt. Ich guck nochmal. Wenn wir eh nochmal hier vorbeikommen, ne? Genau, und uns, also mich bringt es jetzt auf jeden Fall wieder ein paar Etagen höher. Um hier überall alles zu looten. Ich glaube nämlich hier auf der Etage, die wir jetzt betreten haben, da haben wir, glaube ich, noch eine Rechnung offen. Mit dir, mein Kollege. Genau das war doch optimal. Ah, yes. Gut, dann geht's weiter mit den Apartments. Okay. Ja, Eisenschrott. Jetzt, wo ich auch weiß, wie viel man braucht, um genug zu haben. Oh, wir müssen den aufbrechen mit... Ist okay. Ist okay. Ich habe kurz überlegt, will ich diese Tür aufbrechen? Ich hoffe, das war jetzt keine Verschwendung von irgendwas. Also, ich meine, die Crowbar ist ja schon auch selten. Das, ne, muss man schon sagen. Die ist teuer. Die möchte ich nicht. Okay, wir hatten wieder ein Level-Up und danach... es ist ja doof, wenn man die Erfahrung bekommt, in dem Moment sich das Ding öffnet und man deshalb nicht sehen kann, was man bekommt. Wahrscheinlich waren es 26 Münzen. Ah, jetzt verstehe ich, warum man hier hin möchte. Gut, das Auto ist nur von der Theorie her. Nur von der Theorie her kann man das Auto bauen. Von der Praxis habe ich keine Ahnung, ob ich das machen möchte. Oh, okay. Hier finden wir natürlich nochmal ziemlich nice Sachen. Ne? Hat sich gelohnt, der Ausflug hierhin. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und auch die Crowbar ist da gut investiert, denn dahinter sind die Motorteile. Gut, kann man sich merken. Oh, den hauen wir noch um. Habe ich gar nicht gesehen. Also ich habe ihn nur gesehen, weil er mir mit Lebensbalken angezeigt wurde. Aber die Wand hat mir genau so, dass wir nicht in den Raum gucken konnten. Alles klar. Haben wir aber Glück gehabt, dass der uns auch nicht sehen konnte und wir ihn einfach umgehauen haben. So, okay, dann können wir noch hier einen kleinen Schrank schauen. Was haben wir da? Das Zeug, was wir eh haben. Nun gut.
Sonst ist hier kein Schrank oder so, den wir looten können. Geh nochmal alles ab. Nee. Dann gehen wir wieder hoch. Oder sind wir dann schon fertig? Wenn wir jetzt, ich weiß, haben wir oben? Doch, wir haben, glaube ich, oben das Dach gemacht, aber noch. Ah, wir gucken mal. Ich glaube nämlich hier in die Wohnung sind wir noch nicht ganz eingestiegen, ne? Ich glaube, hier haben wir Sachen zurückgelassen. Ja. Genau. Stein haben wir hier zurückgelassen. So war das. Und hier war auch noch was. Ah, 20 von dem Metall. Hm, klar. Und jetzt können wir hier noch eine Tür aufbrechen. Und komischerweise können wir hier hinter die Tür schauen, sonst ist es ja immer im Dunkeln. Okay, aber trotzdem ist hier noch ein Gegner. Also es war anscheinend nur eine Art Anzeigefehler, dass wir den Raum schon sehen konnten. Das soll mir recht sein. Hauptsache, wir haben es jetzt. Ach ja, wunderbar. Oh, bisschen Chemikalien, bisschen... wir können uns jetzt unendlich Bandagen machen, glaube ich auch. Nur, dass man das mal so im Hinterkopf hat, ne? Bisschen Medizin. Okay. Gut. Oh, hier ist noch ein... Ist das ein Waffenschrank? Durchsuchen wir jetzt den Waffenschrank oder so? Das wäre natürlich interessant. Gibt es hier Schusswaffen in dem Spiel? Wollte ich auch schon immer wissen. Okay. Weapon Parts. Also... Es muss ja Schusswaffen geben, wenn es Waffenteile gibt, oder? Und Schießpulver und all sowas. Überall auch diese Generatoren in den Häusern, ne? Die haben sich hier in dem Zusammenfall haben sie sich mit Energie versorgt. Oh, da haben wir noch gar nicht reingeschaut. Oh, da ist natürlich auch mal neues Zeug dabei. Mann. Wieso brauchen wir denn so viel? Das Food. Können wir jetzt mal einfach getrost ignorieren. Den Saft können wir nämlich theoretisch auch ins Unendliche steigern. Den können wir nämlich herstellen und so. Dann nehmen wir das so. Gut. Dann haben wir das Haus hier offiziell abgeschlossen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht das Einzige. Das ist das Verrückte. Wir sind jetzt ja schon wieder voll vom Inventar, weil wir aber auch sehr exklusive Sachen, so nenne ich die jetzt einfach mal, gefunden haben. Ah, hier müssen wir durchgehen, damit wir die Crowbar aufsparen. Hallo, hallo. Hallo, halli, hallo. Und tatsächlich wäre, glaube ich, meine Überlegung, weil die Crowbar ja deutlich teurer ist im Crafting und wir sie nur noch zweimal verwenden können, wenn wir hier nochmal in die Apartments kommen können und jetzt nicht sowieso die Crowbar woanders bündigen, dann würde ich nicht diese Tür hier aufbrechen, sondern lieber die andere Tür öffnen mit der Hand und mit der Schaufel mir den Weg frei machen. Ich glaube, das ist wäre für mich die bessere Entscheidung, weil eine Schaufel kann man halt durch tägliches Einloggen bekommen und eine Crowbar halt eben nicht. Okay, hier müssen wir nur picklocken, das können wir. Erstmal den Raum zu Ende checken, ob hier irgendwas ist und ob hier Gegner sind. Okay, hier ist schon mal ein Kühlschrank. Da kriegen wir wahrscheinlich Essen, was wir erstmal nicht mitnehmen können. Ist okay. Genau. Können wir nicht mitnehmen. Müssen wir nochmal wiederkommen. Ist in Ordnung. So. Diesmal habe ich die Kamera absichtlich so seitlich, dass wir, wenn wir in den Raum reinkommen, direkt alles sehen. Mögliche Gegner halt. Aber hier ist niemand. Okay. Hier können wir nochmal was looten. Die Kasse, glaube ich, anscheinend. So sieht das aus. Ah, elektronische Teile. Habe ich mir, also war zu erwarten. Die Steine müssen wir ja nicht unbedingt mitnehmen. Und auch die Nägel können wir auf jeden Fall zurücklassen. Ah, okay. Und hier kommen wir wieder raus. Gut. Ist ein kleines Gebäude ohne Gegner. Das ist auch in Ordnung. Ja, passt. Genau, Nägel können wir theoretisch auch zurücklassen, denn die können wir ja mit dem Scrap Metal herstellen und davon haben wir so gerade eben genug. Okay, was fehlt uns noch? Haben wir den Truck hier schon untersucht? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Nee, haben wir noch nicht. Guck mal. Dann machen wir das doch. Da könnten natürlich noch schöne Sachen drin sein. Und zwar, oh, diese Wires, die nehmen wir auf jeden Fall mit, denn da haben wir auch nicht so viel von. Und ich glaube, vom Plastik haben wir genug. Das ist auch neu, oder? Sulfuric Acid. Wofür ist das genutzt? Chemical Reactions. Interessant alles. Sehr interessant. Okay. Das Gebiet heißt ja Apartments und wir haben ein riesiges Haus durchsucht. Deswegen gehe ich fast davon aus, dass wir schon fertig sind. Oh, irgendwie fehlt hier an der Stelle die Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen. Aber weiter kommt man trotzdem nicht. Exit to the map. Wir gehen jetzt einfach nochmal zurück in die Base. Und wenn das Gebiet schon resettet, dann... Okay, es resettet nicht. Hätte ja sein können. 239 Münzen. Da würde ich auf jeden Fall auch mal für die Münzen mir so eine Crowbar kaufen, wenn wir sie nochmal benötigen. Oder auch irgendwas anderes.
So eine Spitzhacke brauchen wir ja aktuell noch nicht. Aber bestimmt auch irgendwann mal. Jetzt will ich mal gucken. Also wir wissen jetzt ja offiziell, dass das Auto baubar ist, sofern wir dieses Gerät hier. Aha, das müssen wir nämlich noch bauen. Stimmt, das müssen wir vorher noch fertig bauen. Haha. Da brauchen wir 5 von diesen Kupferdrähten. Die Kupferdrähte haben wir jetzt erst gefunden zum ersten Mal. Wir haben aber auch kein Klebeband. Auch das müssten wir erstmal finden. Oh, Wire können wir sogar herstellen. Und Bolts und hier genau. Steel Ingots werden nochmal richtig teuer. Da brauchen wir dann auch endlich Scrap Metal für. Und dann können wir so eine Gear theoretisch herstellen. Aber die haben wir auch schon 2, 3 Mal gefunden. Weswegen ich dich da aufs Finden erstmal beschränken würde. Ich will jetzt aber hier noch nichts reinpacken. Wie gesagt, wenn wir einen Stack voll kriegen, können wir die Sachen multiplizieren. Ja, gut, da sind nur Waffen drin. Ich war mir nicht sicher, ob da noch irgendwas anderes war. Dann packen wir mal unsere Kisten wieder voll und dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich werde nochmal in die Apartments zurückgehen, aber gerade ist bei mir die Luft raus. Ich habe jetzt heute früh wirklich viel Zeit in diesem Spiel verbracht. Das reicht mir jetzt erstmal, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und ich darf jetzt die ganzen Videos nämlich noch rendern und schneiden. Und ich habe leider immer wieder viel zu schneiden in diesem Spiel. Ja, das mache ich ganz absichtlich, damit wir einfach mal ein bisschen mehr Platz haben für andere Sachen. Und wir haben ja genug davon. Wobei, ich gehe mal erst in die andere Kiste. Vielleicht können wir hier Sachen stacken. Gucken wir mal eben. So, dann ist nämlich schon mal hier ganz schön viel Platz neu dazu. Jetzt haben wir noch die Waffenteile und so anderes Zeugs. Dann würde ich nämlich Plastik- und Stofffetzen, glaube ich, rüber transportieren wollen. Und bringe dann dafür das hier alles unter. Ja, passt ja perfekt. Dann machen wir es so. Machen wir es genau so. Plastik können wir uns auch. Ich kann ja mal ganz eben, mal ganz schnell. Nee, das müssen wir splitten. Genau. 16, 17, 19. Ach, ich mach's mir auch kompliziert. So, jetzt müsste das klappen. Gut, ne? Man kann ja nie genug Plastik haben. Dann haben wir nämlich da jetzt auch 2 Stacks. Ach ja, ist das schön, wenn man das durch Zufall entdeckt. Und gleich abused. Steine haben wir auch genug. Iron Ore, wir können dann auch Iron Ore theoretisch so stacken, sobald wir davon genug haben. Bandagen könnten wir es auch schon mitmachen, aber das habe ich jetzt gerade keinen Bedarf. Gut, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein für heute. Ich sehe auch gerade, ich habe eine wichtige Nachricht bekommen. Die lese ich mir jetzt in Ruhe durch. Bedanke mich aber fürs Zusehen vorher. Cool, dass ihr dabei wart in den Apartments. Wir machen da nächstes Mal weiter und wollen die noch zu Ende looten. Und vielleicht gehen wir dann nochmal dahin. Ja, mal gucken, wenn ich noch Bock habe. Ich habe jetzt ja so ziemlich alles gesehen. Und jetzt kommt so der Punkt, wo ich halt ganz fürs Auto ganz viel looten müsste. Ganz viel machen müsste. Und auch für die Werkbänke. Und mal gucken, wie viel Zeit wir hier noch investieren. Falls kein Video mehr kommt, danke, dass ihr euch die paar Videos angeschaut habt. Zuletzt Survive, dann danke. Und wenn noch mehr kommt, dann natürlich viel Spaß bei den nächsten Videos. Bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.